Wer braucht schon Arme oder Beine? Naja, okay, willkommen zurück. Nein, nicht willkommen zurück. Willkommen zu unserem neuesten Let's Play. Das hier ist Ubisoft. Nein, hallo Pit. Hallo Kevin. Das hier ist Rayman 2, Rayman 2, wie auch immer, The Great Escape. Dieses Spiel hier ist auf so vielen Videospielkonsolen und auf so vielen verschiedenen Handhelds. Es ist sogar auf meinem iPhone. Aber es gehört definitiv zu meinen Lieblingsspielen. Und das hier ist die Dreamcast-Version. Ich finde, das ist eine der besseren Versionen. Naja, das sehen wir jetzt. Und natürlich müssen wir ein neues Spiel kreieren. Und da hatte ich ein kleines Problem. Ich wusste nicht mehr, wie man es steuert. Naja. Und für diese neue Spieldatei habe ich mir halt den Namen POL ausgesucht. Kannst ja fast denken, was es bedeutet. ah ja, okay. Okay, Cutscene. Viel Spaß dabei. Rayman, was haben die Piraten aus der Welt gemacht? Einen Planeten des Bösen, voller Angst und Schmerz. Einen dunklen Ort mit grausamen Monstern. Seit sie dich gefangen haben, kann sie nichts mehr stoppen. Sie haben alles genommen und die Leute versklavt. Die Roboter streifen umher und schnappen alle Unschuldigen. Im Chaos haben sie das Herz der Welt gesprengt. Es bestand aus sehr vielen Lumps, die nun ganz verstreut sind. Wir werden schwächer, bald wird es zu spät sein. Flieh, Rayman, du bist die einzige Hoffnung. Never falls here. Do you want any monies too? No, it's been. Never stew. Caliboo stew. A wolf chicken. Oh, did a lot. Hell, you better leave a lot. Oh, Leah, feel. Now what's for real? Give me the next stone. Yeah! Rayman! Oh, you're the dab of the phone to consume all my name. Und somit wären wir jetzt am Anfang dieses Spiels. Also, zur Information, das ist die Dreamcast-Version. Und was die Steuerung angeht, ja, mit A springt man, mit B kann man diese Kugeln abschießen, was Rayman als Faustschlag bezeichnet, was komplett falsch ist. Und was noch gibt, ja, da kann man auch die Kamera steuern mit X und Epsilon. Mhm.
Okay. So, und zur Story? Ja, ich glaube, ihr habt es verstanden. Raymond wird endlich befreit. Globox, dieser Blödmann? Oh. Übrigens, einige wundern sich vielleicht, was zum Teufel sprechen die da? Das ist, glaube ich, Raymanisch. Ich weiß nicht, die haben nicht gerade eine Sprache erfunden für dieses Spiel, aber es ist immer so, die sagen immer fast das Gleiche. Aber es ist sehr lustig dadurch. Mhm. Was aber in späteren Spielen, die PS2-Version, glaube ich schon. Die PS2-Version ist synchronisiert, glaube ich. Die ist komplett synchronisiert. Das finde ich. Ich habe es einmal so gehört, so wirklich gefallen tut es. Es gefällt mir nicht so wirklich, aber ja. Es verliert ein bisschen Charme dadurch. Also ich finde gut, wenn man in den Spielen das selbst einstellen kann in den Optionsmenüs. Mhm. Zum Beispiel bei Lylat Wars kann man einstellen, ob man die Charaktere auf Englisch hört oder auf Lylatisch. Hey, das ist cool, ja, okay. Da habe ich zum Beispiel das Englisch Original lieber. Also Original, Original einfach auf Englisch. Ja, genau. Was könnte ich dazu sagen? So, da gibt es Sonic Adventure, da gibt es eben die englische und die japanische. Manchmal nehme ich die japanische Version, ja. Mhm. Bei Xenoblade Chronicles kann man zwischen der englischen und der japanischen Synchronisation auch wählen. Ja, genau, das ist gut. So, und zu Beginn dieses Spiels hat Raymond bloß diese weißen Lichtkugeln, die er abschießen kann. Hier, oh, schau mal, das ist der Eddie Murphy! Nein, ich glaube, er ist nur Murphy. Er gibt uns immer so Tipps und Tricks und sagt uns so einige Sachen, die vielleicht interessant sind. Sagt uns einiges zur Steuerung. Aber dieses Spiel, ich habe so oft gespielt, ich brauche gar nicht mehr. Ja, hier erklärt er die Sache mit der Kamera. Ich mag die Moskitos, die kenne ich noch aus dem ersten Rayman-Spiel. Ja, das hier ist Rayman 2, also das erste Rayman-Spiel, Rayman 1 sozusagen, das war noch ein 2D-Spiel, ein Side-Scroller. Das habe ich auf der PS1 noch. Ja, und das müsste ich vielleicht gerne mal sehen. Vielleicht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. Von Grafikstil her, von der Musik her, hat es mir sehr gut gefallen. Ja, Musik ist ja auch, das ist auch sehr toll. Das ist so relax, so lassen, so manchmal. Das sind schon die Magic Mushrooms, komplett psychedelic. Was? Das sind Globox kleine Sprösslinge. Und ja, Rayman und Globox wurden getrennt. Und es gibt es an Rayman nicht nur Globox zu finden, sondern auch. Ich will immer nicht vorsagen. Ich bringe euren Vater zurück, aber ich habe keine Ahnung, wo er ist. Aber zuerst muss ich gegen Lee finden. Ja, Lee ist die Fee in diesem Spiel. Das werden wir noch sehen. Die wurde zum Beispiel auf der PS2 als Lai übersetzt. Was? Sagten die Lai? Ja, Lai. Das könnte jetzt richtig sein, aber ich habe eher das Gefühl, es ist Lee, weil sogar in Raymanisch sagen sie Lee teilweise. Ja, aber das ist Raymanisch. Ja, keine Ahnung. Das war jetzt Globus. Mir gefällt dieses. In dieser Version siehst du hier wieder diese Schmetterlinge hier. Hm? Das gab es in der früheren Version nicht, in der PS1 oder 64-Version. Schau mal, da ist so ein Nila Looms. Was kann man da wohl machen? Ich glaube, es war in der Nintendo 64-Version. Was sagst du? Ich glaube, es war auf dem Nintendo 64 oder nicht. Das war es nicht. Das ist eben so, die Dreamcast-Version hat einige kleine neue Details, so verschiedene. Sachen, die man hinzugefügt hat. Die werde ich auch später alle zeigen, natürlich. Da gibt's nichts, weil ich es nicht zeige. Und ich mag diese Kleinlinge. Die Kleinlinge sind so die vier Stooges aus der Rayman-Welt. Ja, und ich mag sie, wie sie sich entscheiden können. Überhaupt, ich mag einfach witzig Rayman aber ist so. Also, sie legen sehr viel Wert auf diese Komödie in diesen Spielen. Das finde ich sehr lustig, weil es kommt gut rüber eigentlich. Es kommt nicht so. Es gibt ja Spiele, wo es eher schlecht rüberkommt. Hier kommt es relativ gut rüber, finde ich. Und schau mal. Ja, jetzt ist es ein Lied. hey, was soll das? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ja, manchmal muss man hier, wenn so ein rotes Pfeilchen ist, muss man Knopf drücken. An anderen Stellen muss man es nicht mehr, so ein kleines Detail. Und natürlich
was wir vorhin gesammelt haben, das waren die gelben Lumps. Die gelben Lumps sind natürlich die wichtigsten Lumps. Davon gibt es ungefähr 50 pro Level. Hier gibt es bloß 5. Aber zum Glück habe ich die gesammelt. Früher hatte ich nur 4 Lumps gesammelt, weil ich den einen nicht finden konnte hinter dem Wasserfall. Aber hier gibt es kein Problem. Hier haben wir sie alle gefunden. Kein Problem, jetzt können wir durch diese Spirale. Rayman, ich finde den Design einfach nur zu viel. So, keine Arme, keine Beine, kein Hals! Hals und Beinbruch! Wie bitte soll das gehen? Und das war der erste Level, die Insel des Lichts. In der nächsten Episode sehen wir die Feenlichtung. Es ist das zweitlängste Level in diesem Spiel. Okay. Aber das werden wir alles sehen. Also, mach dich mal gefasst, das nächste Folge wird lange dauern. Oh. Okay. Also gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.